Und damit willkommen zurück. I need Wir fresh machen clothes. direkt The weiter. dresser calls to me. Ich muss jetzt echt die Klamotten wechseln, sonst nervt mich die Frau jetzt immer noch weiter hier. Komm, wir ziehen uns um. Damit die Frau aufhört zu nörgeln. Might as well go talk to Jed now. Ist es das, was wir jetzt. Hören wir uns. Okay. Gut, dann lassen wir halt den Pulli. Ich dachte, wir können das selber entscheiden. That must be Ryan's. I guess the night wasn't all bad. Nö, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach unten und I feel a bit better. I guess I can go see the boss man now. reden mit unserem Boss. Genau. Hey, Jed. There she is. Have a seat. Something tells me you've had a more exciting spring festival than you planned for. Hat Wein geplaudert oder was? He saw Pike arrest me. Nein. And let you go, apparently. Then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. But first, you have to let me know what's going on. Fuck it. What have I got to lose? Im kurzen Trinken hat jemand Gabe getötet. Ich hoffe, ich kann dann noch. Okay. Erster Vater, ich spiele jetzt mal I've been die. chasing proof that Typhon was responsible for Gabe's death. And I found out they buried something. A secret. Now they're threatening me. And Steph and Ryan. Threatened? How? Pike showed me photos. Typhon's been watching us. Seit Wochen. I'm not giving up, Jed. Not ever. I know what they're hiding. Please, Jed. What's the truth? What are they afraid of? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. I know what they buried in the mountains. Tell me. I'll do one better. I'll show you. Was? Gehen wir jetzt in den dunklen Wald mit Jed? Oh mein Gott, das machen wir wirklich, oder? There, up ahead. Where are we? Middle of nowhere. About cool. two clicks that way is the mining site where you search for Ethan. Five clicks that way is town. What is this thing? Ventilation shaft. They're scattered everywhere.
Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. Klar, du kommst nicht mit, ne? Stößt mich gleich runter. Jed. Why are you sad? Oh mein Gott, ich wusste es. I'm sorry, kid. Was passiert? Ja, genau, was passiert hier? Lass die Waffe sinken. Okay. Just put the gun down. I tried to talk you out of it. Scare you off. I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick. But you were relentless. Won't leave damn well enough alone. You don't have to do this. I do. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. Yes. But Typhon made me a deal. A way to save my town. Give my boy a normal life. I never wanted Gabe to get hurt. Go to hell. Was passiert denn hier gerade? Pass. Was? Das war jetzt schon das Kapitel? Wollt ihr mich veräppeln? Was? Wie? Hört doch auf. Entweder habe ich so viel verpasst oder das Kapitel war wirklich viel kürzer. Ich wusste es. Der Jed war viel zu nett. Ich wusste, dass es kommt noch irgendein Plot-Twist. Es war genauso wie mit Jefferson damals in Life is Strange 1. Der war auch viel zu nett und entpuppte sich dann als der Bösewicht. Alter. Die Frage ist, hätte ich jetzt die Situation anders lösen können noch? Wäre es jetzt anders ausgegangen, hätte ich jetzt gesagt, statt die Waffe runterzunehmen, was passiert hier? Also was? Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Alter, was? Ich bin gerade echt geplättet. Hat er jetzt bloß eine Streifwunde? Also hat er uns was angeschossen oder an den Kopf geschossen? Also wir haben ja eine Errungenschaft erhalten, dich rückgängig zu machen, die Frage. Die Frage ist nur, was passiert jetzt im letzten Kapitel? Ich glaube das alles nicht. Was hat denn der Jed gemacht? Okay, Pike hat Alex gehen lassen, nachdem sie ihm seine Angst nahm. Ach guck mal, 69% haben sich auch dafür entschieden. Und der Jed, der olle Sack, der hat selber durch die Bilder der Alex Angst machen wollen. Zum Glück haben wir uns so entschieden jetzt, dass wir nicht das Ding unterschrieben haben, ey. Alex hat Ryan ihre Rose gegeben. Alex hat Steph ihre Rose gegeben. Alex hat niemand eine Rose gegeben, 5%. Alex hat eine schöne Zeit am Lagerfeuer. Oh, schade. Alex hat nicht am Lagerfeuer gesessen. Erste Sache verpasst. Alex hat nicht auf der Couch gesessen. Oh Mann, ich übersehe so viel. Steph hat Alex nicht auf dem Dach getroffen. Steph hat Alex nicht auf dem Deck. Ryan und Alex haben darüber nachgedacht, wie sie in der Black Lantern arbeitet. Ryan und Alex haben sich geküsst.
27% nur, okay. Charlotte fühlte sich merkwürdig gleichgültig auf dem Fest. Einen bittersüßen Moment. Das ist jetzt gut oder schlecht? Wir haben so viel übersehen, verdammte Axt. Charlotte fühlte sich gleichgültig. Alex hat Riley nicht gefunden. Was ist mit Riley? Stimmt. Hat nicht auf Ducky angewandt. 82% haben ihn nicht gefunden, wa? Alex hat dem Gelee-Bohnen-Zähler geholfen, das Spiel zu gewinnen. Alex hat nicht mit dem Diner-Käufer geredet. Oh, das gibt es nicht. Ja, komm, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins nächste Kapitel rein. Welcome back, Alex. Do you want to talk about your time in Colorado? Let's start with something positive. What did you learn from your visit to Haven Springs? I learned to let myself feel, I guess. And to not be afraid of those feelings. Couldn't one argue that those old fears turned out to be justified? What do you make of that friction? I suppose I'm proud of you for trying. You helped some people. Chased a mystery. Got to kiss a sweet boy. But Alex, you're right back where you started. You're wrong. I don't belong in here. If that were true, Alex, you'd know you were talking to an empty chair. Was? What the fuck? Es wurde gar nicht mehr übersetzt. Das ist jetzt wieder so eine abgespacede Episode wie in Life is Strange 1, ne? Wo alles so durcheinander läuft. Wo die Max irgendwie die Kontrolle über ihre Kraft verliert, ne? Hey, my guitar. Knock, knock. How are you feeling today? Is that what I look like? Really? Was ist denn hier los, ey? Öffnen Familienfotos. These don't belong to Dr. Lin. Telefon. Angesichts der neuerlichen Aufregung ist dies ein guter Zeitpunkt, helfende Hände Bewohner daran zu erinnern, dass der Impuls, unsere Einrichtung zu verlassen, obwohl verständlich, am besten unterdrückt wird. Denkt daran, die Welt da draußen hat Zehen und unstillbaren Hunger und ihr seid weich, langsam und appetitanregend. Warum sich in ihren Schlund werfen? Werft euch stattdessen in meinen. Hilfe. Okay, jetzt haben wir diesen Wirbel. Hm.
Oof. Oof, oof, oof. Dr. Lin always recorded our... records our sessions. Das ergibt nicht so wirklich Sinn gerade für mich. Wir müssen erstmal mehr erfahren hier. My guitar case has never heard of me. Sure. Huh. Oh. Tja, wir haben noch keinen Code, ne? Wir können das eigentlich noch nicht öffnen. Wissen wir irgendwas über sie? Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir noch rausfinden, wahrscheinlich den Code. Gehen wir erstmal raus. I've got to get out of this place. I guess that's me. Case number 53322. Okay. Heißt das denn auch, dass das gleich die Zahl ist? No. I don't think that's right. Okay. Alexandra Alex Chen, Alter 21, Geschlecht weiblich, Symptome, emotionale Instabilität, gelegentliche Wutausbrüche, Halluzinationen, visuell, Halluzinationen oral, wahnhafte Ideenbildung, Depression, Beklemmung, Diagnose. Thrown down a... what? Ha? Anmerkung, Alex erlebt die detailreiche und robuste Wahnvorstellung, dass sie die Emotionen anderer lesen kann und glaubt, dass sie aufgrund dieser Fähigkeit auf einzigartige Weise dafür gerüstet ist, anderen beim Überwinden ihres emotionalen Traumas zu helfen. Es fällt schwer, die Ironie zu überstehen, dass jemand, der so dysfunktional wie Alex ist, die Rolle des emotionalen Betreuers einnimmt. Wäre sie nicht unter meine Aufsicht zurückgekehrt, wäre es nicht übertrieben anzunehmen, dass ihre waghalsigen Versuche, ihre Freunde und Familie zu reparieren, zu Verletzungen geführt hätten. Ich glaube, dass Alex in Wahnvorstellung eine Bedrohung für ihr Wohlergehen sowie das anderer sind. Daher empfehle ich, dass Alex in eine endlose Grube geworfen wird, dass ihre Knochen an jedem hervorstehenden Brett und übrigen Ziegeln brechen, bis sie in der Dunkelheit unter der Welt in Vergessenheit gerät. Dies ist meine professionelle Meinung nach das menschlichste Vorgehen für sie. Was zum Teufel? I guess that's me. Case number. 53322. Ja, alles klar, gut. 533, nicht 553. Das ist alles so bizarr. Alles so. Keiner hat ihr geglaubt.
haben sie für verrückt abgestempelt. So, was können wir jetzt mit der Gitarre machen? Reparieren. Können wir den Wirbel, ne? Kommen wir wieder in die Gegenwart. Da hoch zu klettern. Oh Gott, das bricht doch durch. Oh Gott, Leute, das wird voll spannend. Nimm doch mal den Fuß vom Gas hier. Alter. Psst. Alex. Gabe? You're dead. So? Lots of people are dead, Alex. Most people. Where are we? I want to say a hospital. Dr. Mendez to intensive care. Dr. Mendez to intensive care. Yep, definitely a hospital. Mein Arbeitsplatz. Okay, here's what I do know. You are 10, I am 14. Our mother is sick, so is our father. But it's a different kind of sickness. Mm-hmm. Play your part. Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Alex, go check on your mother. Okay. Oh, wir erfahren jetzt mehr über ihre Vergangenheit, ne? She was right over there, waiting for me. Geht sofort los, Leute. There it is. The painting that taught me that art sucked sometimes. We couldn't afford a private room. Just got lucky, I guess. Gabe, Alex, I need you to listen very carefully. We got some scary news today. And I'm going to be spending some time at the hospital. What? Mom? Are you okay? Hush now. It's going to be okay. Do you understand me? Things will be different for a little while. But I am going to be okay.
Nein, wirst du nicht. She knew. Even then, she knew. Okay. Gabe and I used to watch cartoons on this thing after school. Ach, haben sie sie immer besucht? It was always too hot in this room. Oh Mann, was erwartet uns hinter dem Vorhang? She's just on the other side. Mama ist müde. Verständlicherweise. Was heißt das? How many nights did Dad spend in this room? Sleeping in an uncomfortable chair and eating vending machine dinners. There's something so weird and scary about watching your dad cry. Aber trotzdem, Männer dürfen weinen. Mom. Every time I saw her, I worried it would be the last. Hi, Mom. 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 Such a brave girl. How'd you ever get so brave? Is that how it went? You don't think you missed anything? Hmm? Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Pause. Behave. Alex. Go check on your mother. Sind wir jetzt hier im Dauerloop oder okay. Was? Okay. Wait. Did I miss something? We spent so much time in here that I basically memorized every article. Gabe told me it was full of needles. It scared me to death. Aber was denn? Wasser. No matter how much Mom drank, her throat was always dry. Oh Junge, was ist denn? Was habe ich denn? Diese Episode ist so verwirrend, ey. Kann hier doch nix. Was hab ich denn? Was ist denn? Soll ich ihr das Wasser geben? Soll ich ihr was zu trinken geben? Was? Mom. What am I missing? What did we talk about? Hi, Mom. 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 Water, Alex. Get her some water. Ja! Warum gibst du ihr das nicht gleich, meine Fresse?
schneller. Thank you. You almost never cried, even when you were very small. Did you know that? That's been my biggest challenge with you. How do you take care of someone who is already so strong? Die Hörner abgemagert, sie einfach ist. No tears, my strong girl. I want you to make me a promise. Your brother, your father, they are going to need you. You have to be strong. Will you do that, Alex? Sind wir jetzt im Elternhaus? Schuhschuh. Was that the last time you talked to her? Mom. I think so. Do you miss her? No. Gabe, what's going on? You're 11, I'm almost 15. Dad and I are time bombs. You keep running back and forth, trying to defuse us both. This is going to suck so bad. Play your part.
Vater praktisch der Klebstoff, der alles zusammengehalten hat. Der Vater war fertig mit Nerven. Der Sohn war rebellisch. Und hat auch getrauert auf seine Weise. Drown them out and wait for it to pass. The volume dial was my best friend on days like this. Das hilft aber auch nicht. You know that's not how it went down, right? Das ist so eine skurrile Folge hier. Okay, diesmal setzen wir nicht die Kopfhörer auf. It was my job to keep the peace. But no matter what I did, Gabe had barely used this backpack in weeks. Nobody could get him to go to school. I tried so hard to keep my promise to her. Dad's laundry. I always set it here when it was done so he could find it. At least I managed to hold on to you, Shushu. Rieche irgendwelche Vibes. Oh Gott, es gibt so viel anzusehen hier. It was full of greeting cards. Mom kept every single one we ever got. My job was to sort them in order of how close we were to a collections notice. Oh. Thanks for trying, Lucky Cat. So ein Ding habe ich auch irgendwo in der Wohnung noch stehen. I wanted to be a werewolf that Halloween. Couldn't afford the costume. Mom's old sewing kit. Don't think I've ever even tasted a butter cookie. I can't believe they were ever this happy. Dann ging alles bergab wegen ihrem scheiß Krebs wahrscheinlich oder Chemo oder was sie da bekommen hat auch, ne? We never really touched these after Mom died. She was such a good cook. Es ging alles den Bach runter. Gabe used to steal Dad's beer all the time. It was like the one thing they didn't fight about. Reiskocher. 2 cups water for 1 cup rice. Set timer for 30 minutes. Do your history homework. Serve. Almost empty. Das stimmt. Almost always. I didn't even know what CPS was. Just that I was afraid of them. Oder, oh mein Gott, es ging alles bergab. Der Gabe hat rebelliert, ging nicht mehr zur Schule. Sie war irgendwie der Klebstoff, der alles zusammengehalten hat, die den Frieden gewahrt hat. Der Vater völlig überfordert. Irgendwann hat das Jugendamt das vielleicht spitz gekriegt und so wurden sie auseinandergerissen. Dass das alles irgendwie so aufs Mal alles kam. Wasserfleck. When wasn't this place falling apart? Einfach weil es unzurechnbar war. Die Verhältnisse, die Umstände, wie sie gelebt Gabe loved haben Son so. Of Lead back when it was an indie. It was too gory for me. The killer mistress tabs in this book
weren't even close to right. Gitarrenakademie für Headbanger, fortgeschrittene Spieler. Okay. Ja, dann. Where are you going? Are you gonna tell her? Or is that my job? Keep your voice down. Fine, I'll do it. Alex, Dad lost his job again. So we're broke again. Don't talk to me that way. Despite what you may believe, you do not know everything. You think what? I laid myself off? It's okay. We'll figure it out. I could, I don't know, Dad. But what are we supposed to do now? We gotta eat. We can sell some records, or what about my guitar? We can sell that? Alex, what is it gonna take to get you to stop defending him? If your mother could see you now. I don't wanna hear about Mom. Babe! I'm so tired of you using her as an excuse to be a piece of shit. Don't fucking touch me, piece of shit! Dad. Damn it, Alex. I'm okay. It's okay. It was an accident. Alex, I didn't... Dad, it's okay. Really, I'm not hurt. I can't do this. Dad? Huh? Someone will come. That woman from CPS. Someone. Er geht einfach. Er lässt sie einfach im Stich. Er kann nicht mehr. Er geht einfach. I'm sorry. Du Scheiße. No. No. Muss denn das bitte für das Kind sein, wie das Ende Elternteil es einfach verlässt und einfach zurücklässt. Ihm so oft geschrieben und er hat nicht geantwortet. Hey, can I ask you a question? Gesendet. Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kind of thought it'd be nicer. I can't do this, okay? I can't. You need to. No. You need to be honest about what you see. I was. I have. And now I'm done. Almost. But not yet. You are 12. I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, come on. Then you're 13, 14, 15. Orphanages, group homes, musty rooms in the strange houses of foster parents. By the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the line, you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. You have nothing. No one. You are alone.
I don't want this. Alex. Play your part. Play my part. I used to write one every day. Stupid. Why? You clearly missed him. And I thought he missed me. Hence, stupid. How you holding up, Shu? Can't believe how long you've had that thing. That thing was my only friend after you left. Was ist denn das für ein Horrorbild hier, Motivationsbuch? Guess I missed a few days. Glücklich sein ist eine Wahl, die du jeden Tag triffst. We weren't allowed to bring glass into the dorms, so we had to drink from this thing. Like hamsters in a cage. Except if you give a hamster a glass, they don't toss it at the other hamsters' heads. Alter. God, they put me on so many meds. Wow. Okay, warte mal. Das sind die ganzen Medikamente, die sie gekriegt hat? Sind die irre? Nee, da sind noch andere dabei, aber trotzdem, Alter. Did any of them ever work? Some of them helped, a little. None of them fixed me. In their defense. I took a fork in here one time and hid it under my mattress. Just cause, fuck you. Jetzt habe ich ihn unterbrochen. Ach, verdammt, ey. Wohnheimregeln. Erstens, Bewohner müssen sich jederzeit in ihren Zeitplan halten und dürfen nicht außerhalb der zugeteilten Freizeit im Wohnheim mal rumlungern. Zweitens, Gläser und Besteck gehören nur in die Kantine. Bringt diese nicht mit ins Wohnheim. Drittens, Gäste, die keine Bewohner sind, sind im Wohnheim nicht erlaubt. Viertens, die Lichter gehen jeden Abend um 21 Uhr aus. Keine Musik, kein Fernsehen, keine Bildschirme nach Ausschalten der Lichter. Nichteinhaltung dieser Regeln resultiert in Disziplinarmaßnahmen. Die Frage ist, wie sehen diese Disziplinarmaßnahmen aus? Alter, wie im Knast, ey. They used to say this place wasn't a prison. Well, maybe they were trying to keep you safe? Guess so. Whatever the reason, the end result was prison bars. Fancy. Everyone had one good outfit. We wore them to meet the parents. Did it help? Kinda think you already know the answer to that question. Oh man. I remember the kid who put this here. Sadie? Sally. Something with an S? You were friends at first, right? Way at first. Then I freaked out on her and she was done with me. Just like everyone else. Guitar inside. Well, there are my strings. Where's my guitar? Ein Äffchen. Oh, das muss furchtbar sein. Das Problem, ich kann mich da überhaupt nicht hineinversetzen in so eine Lage. Ich habe aus der Schule ein paar Kinder kennengelernt, die in Pflegefamilien aufgewachsen sind. Aber da waren meist auch nicht so gute Zustände, beziehungsweise habe ich das so mitbekommen, dass es auch nicht wirklich erfüllend war, da zu leben. Also irgendwie schwierig, aber ich wage mir da kein Urteil, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich finde das echt, das, was die beiden da erlebt haben, furchtbar. Mein Vater einfach so im Stich gelassen zu werden, ey. Jetzt werden wir hier wie viel angeglotzt, ne?
She's been through so much. I just don't know if we're prepared for a troubled girl. Kann ich ihn nicht lesen? It says here she's sensitive. What does that mean? I wonder why she's never found a home before. Oh, Alter. Von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht zu werden, ey. Klar, dass man dann komplex ist. I'm sure she's a sweet girl. But she's not for us. She's awfully old, isn't she? This is the kid that's been in all those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something broken. Wrong. With her. Gerne jetzt in den Arm nehmen. I'm sorry. Why? You need to see it. See what? That nobody picked me? Nobody picked you. Nobody picked you. Nobody wanted you. Mom died. Dad left. I bailed. You couldn't keep us together. It was my job to keep us. You were 11 years old. You were 11 years old. You were a kid, Alex. Let it go. Leave. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. But don't give up. No one gets to tell you what you're worth. And no one can take your life away. Fight. I'm not sure I... You have a gift. It's something you don't even understand. You can change the world. Make it better. Now get up. What? Get up and fight. Das war ein tiefer Fall, meine Liebe. Super. Jetzt sind wir irgendwo in der Mine. Ich hab irgendwie gerade Until Dawn Flashbacks. Kommt der Wendigo. Oh, das letzte Streichholz, was wir von Gabe gefunden haben. You'll never know when you need a light. Bitte geh jetzt nicht aus. Bitte. Okay. Aber
Aber wir finden wahrscheinlich jetzt raus, was die versuchen zu verbergen. Here. Kaputte Leiter. Alter. No more ladder. Not that I'd be much good at climbing. Wow, Alter, dieses Spiel nimmt so viel an Fahrt gerade auf, ey. Gott, die Arme, ey. Die hat sich schon zigtausend Knochen wahrscheinlich gebrochen. Alter, voll. Mines growing into mines. Just like Jed said. Also ehrlich, ob die da wirklich... Das ist wirklich wie Until Dawn, ey. Meine Güte. Gleich kreischt irgendein Vieh los und dann wisst ihr Bescheid. I'm gonna choose not to read anything into this. I could almost laugh. If it wouldn't hurt so much. Okay. Was ist das hier? Spitzhacke. Können wir die nicht gebrauchen? How long has this stuff been down here? Alle Zigarettenstummel liegen da auch noch rum. Oh Mann. Nein. Oh, shit. I can do this. I can do this. Mach das Licht wieder an, der Greenscreen fällt auf. All right, boys, getting close. Held average for life, huh, Jed? Dig so deep, we see where the devil sleeps. Goddamn right. This is it. This is what Typhon tried to bury. Ooh, jetzt wird's interessant. A lot of runoff moisture in this soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked. Jed, we got no pumps running. No, my teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. Steady goes. Steady. Fuck was... Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Oh my god. We gotta move now! There's still men back there. They'll drown. Yeah, and so will we if we don't get the fuck out. Make the call, Jed. God damn it. God damn it. Everyone, let's go now.
mein Gott, hier ist alles zusammengestürzt. Smells like fireworks. Must be where Typhon blew the charges. Jen, you gotta stop, man. Jen! Fuck you, Jen! Come back! It's over, Jen. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. Wird immer besser. Alter, das klingt jetzt so bizarr, ne? Wenn man das jetzt weiß. Also ist er gar nicht der Held, wofür er so gefeiert wird.